Soldi Modli Bangin Diggli Dolli, Leute, was geht ab, meine Barbie, die Bublis? Leute, heute ist ein krasser Tag. Wir sind hier in Hamburg. Wir haben heute Loco Chicken am Start. Und wenn es einen Mann gibt, der das probieren muss, dann bin das ganz klar ich, der größte KFC Deutschland Fan Nummer 1. Aber ja, ohne viel zu reden, wir machen heute einen Tasting-Test. Wir probieren das Gute. Ich liebe Hähnchenfleisch. Wir haben uns ein schönes Menü bestellt. Und ohne viel zu reden, geh mal rein. Okay, Doki. Oh. Das ist das gute kleine Bucket. Also sieht auf jeden Fall im Vergleich zu KFC extrem klein aus. Ich weiß nicht, wir haben uns irgendwie ein Crispy-Menü bestellt. Das sind die guten Dinger. Ein bisschen dunkler als die von KFC, aber das ist Wayne Train. Okay, ich würde sagen, ohne viel zu reden, gehen wir rein. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für den Geschmack? Mhm. Okay, nicht schlecht, ja, warte. Die haben was, die sind nicht schlecht. Okay, man merkt, die sind auf jeden Fall ein bisschen trockener als die von KFC, würde ich jetzt sagen, aber schmeckt auf jeden Fall gut. Kann man sich weggeben, ja. Mmh, lecker. Ich weiß gar nicht, wie viele da drin sind. Stand da gar nicht dran. Ich würde sagen, der Hans probiert auch mal einen, oder? Okay, Hans, mein Lieber, rein das Ding. Schön crispy, oder? Mhm. Ja, das reicht, ich schmecke ein bisschen. Was sagst du verglichen zu KFC? Mhm. Mhm. Die sind aber gut, gell? Ich meine, das Gewürz. Mhm. Ich würde sagen, die schmecken ein bisschen mehr nach Pfeffer. Ja. Nicht so sehr nach dieses spicy Paprika, dieses scharfe. Der Profi. Mhm. Was würdest du sagen, KFC oder Loco Chicken jetzt? Grob aus dem Kopf jetzt. KFC. Ist aber es ist eine gute Abwechslung, auf jeden Fall. Kann ich euch auch mal empfehlen, das zu bestellen. Ja, mit KFC macht man auch nichts verkehrt. Ich glaube, wenn man die jetzt jeden Tag essen würde, wie jemand, den ich kenne. Warte. Wie wäre, Bro? Sag mir den Namen. Sag mir den Namen. Sag ihn vielleicht morgen. Komm, gönn den rein. Ja, interessant. Okay, die haben was. Auf euch. Oh. Aber ihr habt recht, also ich finde, die sind auch auf jeden Fall eine gute Abwechslung. Die schmecken schon. Die sind gut. Kann man sich geben, ich finde die auch lecker auf jeden Fall. Auf jeden Fall KFC natürlich meine Nummer 1, ja. Da kommt so gesehen so schnell nichts dran. Aber Bro, ich meine, ist eine gute Abwechslung. Kann man machen, muss man zwar nicht, aber schmeckt krass. Was würdest du eine Punktezahl geben, mein Lieber? Gut, wir essen es auch ohne Soße und sowas. Sowas muss man natürlich auch mal berücksichtigen. Aber so ist der wahre Taste. Genau, ja. Genau. Aber wenn es nur vom wahren Taste ausgehen, würde ich schon sagen, ja, 7, 8. Ja. Kann man schon, denke ich, geben. Aber es ist eine gute Bewertung. Safe, ja, ich würde auch so mit einer 7 gehen. Mit einer 6 auf jeden Fall, 6, 7, ja. Sind lecker, auch pur trocken. Oder? Kann man sich machen, ja. Also preis-leistungstechnisch auf jeden Fall ganz gut, ja. Das gute Ding hat, glaube ich, 16, 17 Euro gekostet, plus Lieferung. Ich war, glaube ich, bei 18 Euro knapp, plus nach Hause liefern. Preis-Leistung kann man nicht meckern für die Lieferung. Da müssen wir jetzt aber was gegen KFC sagen. Das war, wenn du bei KFC bestellst, ja, und es dir liefern lässt. Junge, da zahlst du online gefühlt das Doppelte für die ganzen Dinger als im Laden. Und schon eine Frechheit. Ich würde sagen, wir machen die Dinger noch zu Ende und haben einen schönen Tag, oder? Prost auf dich, mein Lieber. Und meine Liebe. Wenn es euch gefallen hat, checkt uns gerne Daumen und Abo, wenn ihr neu seid. Ciao. Ciao.